Wie würdest du den Stellenwert der Ausstellung sehen in Lausanne? Ja, ich muss sagen, es gibt natürlich mehrere Rubens-Ausstellungen und oft ist es, wenn man wie ich mit Rubens beschäftigt ist, vielleicht etwas zu viel. Das muss ich ehrlich sagen. Aber diese Ausstellung habe ich mich, ich habe an dieser Ausstellung schon 8 Jahre gearbeitet. Es ist wirklich ein Riesenprojekt. Es ist auch ein Projekt, wo man die Verbindung mit so vielen anderen Künstlern vorausstellt. Und das ist nie passiert. Es gibt nur wenige Künstler, die seit 4 Jahrhunderten also noch immer relevant sind. Michelangelo, Rembrandt, ja, Raphael vielleicht noch etwas weniger. Aber Rubens war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, ebenso das frühe 20. Jahrhundert, noch relevant. Und das ist natürlich ziemlich außergewöhnlich. Und das ist das, was ich in dieser Ausstellung zeigen möchte. Opa, herzlichen Dank nochmal. Eine schöne Möglichkeit, die Region nochmal zu entdecken, sind verschiedene Themenrouten, die halt ermöglichen, halt die Region zu entdecken. Hier haben wir ein Beispiel davon, diese Friedensroute, eine 45 Kilometer lange Fahrradroute, die halt an verschiedenen Plätzen, Gedenkstätten in der Region vorbeiführt, wo man im Prinzip auch die, ja, das Aktive kombinieren kann mit der Erinnerung an Landschaft und an das Thema. Sehr wichtig auch dieses Memorial Museum in Paschendaele. Hier wird nochmal ein bisschen plastischer auch gezeigt, wie damals der Stellungskrieg auch stattgefunden hat, welche Dimensionen der Stellungskrieg auch hatte. Die zweite Geschichte aus dem Programm Gone West ist die Wegstattkette, eine spektakuläre Veranstaltung im Oktober 2014, wo man halt ein Stück nochmal diese alten Frontlinien nachzeigen will, die damals ja, 87,5 Kilometer lang war. Dafür werden so 8700 Fackelträger benötigt. Denke ich auch sehr eindrucksvoll und das wird doch nochmal ergänzt durch Lichtinstallationen von verschiedenen Künstlern an den neuen Gedenkstätten entlang der jeweiligen Route. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir stehen natürlich gerne, Nico von Haut, auch noch für Fragen zur Verfügung. Dankeschön.